Am besten muss ich Ihnen sagen, hat mir Thorsten Legerts Spruch gefallen. Das hier ist eine Walnuss und die Schale wird fallen. Das ist ein richtig schöner Glückskeks irgendwie, ne? Für die Weihnachtszeit. Es gibt eine neue Show mit dem geilsten und einzigen Star-Parfüm-Influencer der Welt, Jeremy fucking Fragrance. Meine Damen und Herren, dem Mann, der keinen Koks braucht, um zugekokst zu wirken, es ist wirklich, ich weiß nicht, was ihn antreibt, aber für alle, die wissen wollen, wann und wo und warum diese Show läuft, hier ein kleiner Hinweis vom Meister persönlich. Ich kriege eine eigene 20:15 Sendung auf Sky. 20:15? Ich habe eine eigene TV-Show bei Sky. Ja? Du bist auch in meiner Sky-Doku, ja? Jawohl. Wunderbar, wir sind dabei. Okay. Ich habe mal eine eigene TV-Show bei Sky. You're in my German TV-Documentary. Ich habe meine eigene TV-Show. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier musste ich jetzt meine eigene Sendung ein bisschen anschauen. Und ich bin so aufgegeilt, weil die so nice ist. Man kann einfach nur abdancen. Kennen Sie auch, ne? Oh, immer wenn ich so aufgegeilt bin, ey. Macht's bei mir im Kopf. Naja, aber trotzdem ist Jeremy Fragrance inzwischen so bekannt, dass er sogar bekannte Bekannte hat, die weniger bekannt sind, als er bekannt ist. Hallo. Das heißt, hi. Genau. Wie werde ich dann gleich abgeholt? Jeremy Fragrance, das gibt's ja gar nicht. Nico Rosberg, guck mal, Leute. Jeremy Fragrance in person, das ist ja der Wahnsinn. Ey, wir kennen uns doch, Mensch. Das ist doch der Wahnsinn. Weißt du, für wen diese Doku ist? Für deine Freunde von Sky. Okay. Ich kriege eine eigene 20:15 Sendung auf Sky. 20:15. Und das ist Nico Rosberg, der geile Typ, der in Monaco wohnt. Ich wusste nicht, dass Nico Rosberg da sein würde. Das fand ich cool. Geil, Mann, Nico. Nur, dass ich, glaube ich, teilweise bekannter bin als der. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Ja, ich finde, bei Jeremy überzeugt einfach die Bescheidenheit, ne? Ist ein ganz bescheidener Charakter. Das Schlimme ist, Nico Rosberg und Jeremy Fragrance sehen sich ein bisschen ähnlich. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Die könnten Brüder sein. Und ich wette mit Ihnen, Jeremy Fragrance weiß nicht, wer Nico Rosberg ist. Würde sich wahrscheinlich wundern. Irgendwann sagt er dann, oh, Nico, du fährst aber gut Auto. Nicht so gut wie ich, aber schon okay. So, jetzt muss man aber auch sagen, Jeremy Fragrance ist ja nicht nur der geilste Typ, weil er so geil ist, sondern weil er auch die krassesten Ideen hat. Ey, der ist so ein Multitalent, das müssen Sie sich mal angucken. Boah, ich habe ein krasses Idee für ein Slow-Mo-Video. Oh, Leute, meine Idee ist krass. Das könnte ein Open-Up-Video sein zu der Doku. Okay, Mom, das, was du jetzt machst, ist ziemlich wichtig. Am besten, ihr filmt das alle gleichzeitig oder so. Läuft schon. So. Es ist Aufmerksamkeit, die ich besitze, ultimativ durch meine Präsenz im Internet. Läuft. Oh, geil. Da wünsche ich mir eine Dachlatte, um mich einfach hier aus dem Universum zu ziehen. Oder? Der Video. Ich sag's dir, ich wäre gern einmal im Leben von irgendwas so überzeugt wie Jeremy Fragrance von Jeremy Fragrance. Das muss ein ganz besonderer Moment sein. Was mich dann aber völlig geflasht hat, Jeremy hat auch noch einen Bruder. Es gibt also zwei von der Sorte. Ich glaube, so viel Power hält kein Planet aus. Wobei man auch sagen muss, die zwei scheinen nicht die beste Beziehung zu haben. So ungefähr 3 Jahre her, als ich meinen Bruder das letzte Mal gesehen habe. Ich muss gucken, wie der drauf ist. Und schauen, ob das eine Sache von ein paar Minuten wird oder von mehreren Minuten wird. Und das ist wieder schlau gesagt. Weil ich mich natürlich frage, ab wie vielen Minuten hören denn ein paar Minuten auf und werden zu mehreren Minuten? Ist das mathematisch festgelegt? Ab wann geht das los? Ich bin interessiert, ich bin aufgeregt. Ab 5, 6? Ja. Wir Normalsterblichen fragen uns natürlich andauernd, wie macht der Mann das? Was ist sein Geheimnis? Wo kommt die Power her? Was macht er? Und ich sag's Ihnen, der Mann geht regelmäßig in die Eisen. Der drillt sich über seine Grenzen hinaus, trainiert 24/7. Und ich sag mal so,
Der ist im Beast Mode. Ich trainiere ja für meine Videos. Ich trainiere, dann schieße ich ein Video, wenn ich so ein bisschen aufgepumpt bin. I just do it for demonstration purposes, guys. So, dann machst du zum Beispiel den hier. Oh, fuck, hat er da viel Gewicht drauf gemacht, Alter. Oh! Was für ein Weicher, ey. Komm, häng da zwei Netze Mandarinen an dem Ding, geht er in die Knie. So was ist mir bei der VOG-WM nicht passiert. Locker fünfter Platz, was der da hingelegt hat.